Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Stissel für euch. Heute wieder aus dem LS22 und wie immer von unserer wunderschönen Rehbach-Karte vom lieben Kalle. Mittlerweile im Mod-Hub für jeden verfügbar. Wir sind gerade so ein bisschen im Stream und haben gemeinsam das Feld nochmal hier abgeerntet. Ich nenne es mal ein Teilerfolg mit CP war es. Ne? Ich weiß jetzt so ungefähr, wie man den Kurs erstellt, aber irgendwie durch diese Insel wollte das irgendwie nicht so richtig. Ne? Er hat es einmal sauber rumgemäht und wollte dann die Strecken fahren, aber ist dann hier drin hängen geblieben. War alles nicht so praktisch, nicht so ideal. Auch hier mit dem Zaun ist er immer wieder hängen geblieben. Könnte sein, dass es vielleicht so ein bisschen damit zusammenhängt, dass der Pickup so weit hinten ist. Ich weiß es nicht. Ich spekuliere einfach mal. Der Chat hat natürlich gesagt, dass es wie immer mein Problem war, aber kann ich jetzt so nicht unterschreiben. So, des Weiteren haben wir noch mit reingenommen. Animal Grazing. Und zwar würde mir das natürlich helfen, weil ich komme irgendwie, ich komme nicht zur Pötte. Ich sage es euch, wie es ist. Wir haben es gerade so ein bisschen analysiert. Wir sind jetzt, glaube ich, in Folge 18 müsste das sein. Und wenn wir da mal so einen Strich drunter ziehen, was wir bisher geschafft haben. Zweimal abgeerntet, einmal abgeerntet und einmal gepflügt oder gegrubbert. Mehr haben wir nicht geschafft. Das ist schrecklich. Also ich fühle mich wirklich schlecht und deswegen wollte ich das CP mit reinnehmen, dass wir da ein bisschen vorankommen in der ganzen Thematik. So. Bedeutet, was wollen wir heute tun? Wir kümmern uns um die Schulden. Ja, wie immer ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten. Wir sind Costa Quanta bei 195.000 Euro. Wir haben 35.000 zurückbezahlt. 79 haben wir noch. Wir haben aber hier in unser Fermenter-Silo ein bisschen was reingepackt. Und das sieht jetzt so aus. Wir haben 115.000 Liter, wo wir verkaufen können. Gehen wir nochmal ganz kurz rein. Preis steht aktuell irgendwo, glaube ich, bei 600 Euro, 610 beim Viehhandel. Viehhandel war doch, glaube ich, hier. Jawohl. So, damit wir uns ein bisschen Weg sparen, nehmen wir heute den Deutz, weil ich befürchte, wenn ich einen zweiten Anhänger an den Fendt hinpacke, dann könnte es, glaube ich, ein wenig kritisch werden. Deswegen nehmen wir heute den hierher. Oh oh. Jetzt sagt bloß, der Kerle hat auch ein Getriebeproblem. Seht ihr das? Egal was ich mache. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es geht schon wieder los, Freunde. So, weiter geht's. Wir haben es ganz kurz auf die Schnelle repariert. Grüße gehen raus an den Stefan. Der hat gemeint, hier irgendwie auf dem Numpad auf 9 drücken. Also wenn ihr auch mal ein Getriebe, ein Kolberfresser drin habt, drückt auf dem Numpad die Taste 9 und dann geht's wieder. Warum auch immer, ne? Warum auch immer. So, ich wollte ja eigentlich das Mähwerk abstellen. Da waren wir stehen geblieben. Deswegen bin ich jetzt gerade ein bisschen aus der Spur. Ich glaube, man merkt so ein bisschen. Ich habe mich wieder gefangen. Er hatte wohl auch mal das Problemchen, aber warum, wieso? Ist interessant. Ist interessant, warum das so ist, wie es ist. Aber wir nehmen es einfach so hin. Wir fragen gar nicht nach. Wichtig ist im Leben die Lösung zu bringen und nicht lange über den Fehler nachzudenken. So. Das wäre fast passiert. Habt ihr das gesehen? Ich glaube, wir hätten fast unseren Deutz zerstört. So. Ich glaube, man mag gar nicht, dass ich irgendwie nervös bin. So, mein Plan wäre nämlich jetzt, dass ich beide Anhänger mitnehme. Ne, dass es einfach ein Stück gibt. Dass wir nicht 100-mal fahren müssen zum Landhandel. Der Schnee wird es uns auch nicht einfacher machen. Los geht's. Es ist richtig rum, dass der Tandem als erstes kommt. Könnte ich mir jetzt zumindest mal vorstellen. Oder ich lüge es mir einfach mal wieder in die Tasche, weil ich mit dem besser rückwärts fahren kann zum Anhängen dann an den Drehschemel.
Ja, ja. Okay, gut. So, wir werden aber wahrscheinlich gleich mal eine Ehrenrunde drehen müssen, weil von dem Winkel her komme ich da niemals hin. Also, ich sag ja, Königsklasse, ne, Drehschemel fahren. Aber Drehschemel fahren mit Tandem oder es gibt ja auch noch so ein paar ganz Verrückte, die zwei Drehschemel hinhängen. Keine Ahnung, wie die das machen. Also, guck mal, das könnte ich mir noch so ein bisschen zurechtlügen, oder? Können wir das so machen? Warum geht es nicht? Ich wünsche mir mal einmal, dass ein Plan funktioniert, den ich mir zurechtlege. Wenigstens nur einmal. So, dankeschön. Dass man auch immer mit euch schimpfen muss. So, los geht's. So, ich drehe eine kurze Ehrenrunde, weil sonst wird das nichts. Sonst wird das nichts hier. Ist na klar auch sportlich hier durch das Ort. Oh, wo ich hier gerade Dings sehe, ne? Uns gefriert hier das Herbizid ein. Himmelarsch und Zwirn. So, eine extra Ehrenrunde. Ach ja, mit dem Ding habt ihr mich auch so ein bisschen kurz ins Schwitzen gebracht mit unserem neuen Mixer, wo wir hingestellt haben. Da kam direkt vom Chat hier, ich muss das alles selber zurechtmixen. Da kam ich direkt wieder ins Schwitzen, weil ihr wisst ja schon, seit dem LS19, ich krieg's einfach nicht auf die Kette. Aber Entwarnung, es soll wohl auch so funktionieren. Wer hat denn die Schaufel so hinpackt? Das kann bloß schiefgangen. Das kann bloß schiefgangen. Mensch, Kalle, den Steu da, den hätte ich auch noch ein bisschen anders schnell platzieren können. Ich will jetzt nicht die Schuld per se in Kalle geben, ne, ist klar. Aber ich würde schon behaupten, er hat schon eine Mitschuld. Oder sehe ich das falsch? Ich glaube, ich drücke kurz Pause. Dann seht ihr den Humbug nicht, was ich hier mache. Hans, ich muss kurz auf der Wiesn auffahren. Sonst wird es nichts. Wie kriege ich eigentlich die Schaufel weg? Ach ja, wir haben ja noch einen Schäfer, a.k.a. einen Weidemann. Habt ihr mich auch informiert? Habe ich auch irgendwie im Video wieder falsch gesagt. Genauso wie, sage ich immer, LS19. Absolut chaotisch. Ja, man sieht mal wieder Ordnung, ne? Qualität. Sauberkeit. Das kann man in einem Satz nennen. Schrecklich. So, und jetzt parke ich den hier einfach kurz auf die Schnelle hin, ne? Und nachher ist er da wieder im Weg. Ich kenne mich. Ich kenne mich einfach. So, jetzt aber, komm. 9 Minuten und wir haben noch nichts vollbracht. Oh Gott. Schande über mein Haupt. So, jetzt aber, komm. Raus mit dem Zeug. Wir wollen Geld verdienen. Silage. Let's go. Der hat keine Abdeckung. Doch, hat er. Sollte, glaube ich, die richtige anwählen wahrscheinlich. Gut. So, und jetzt hoffen wir mal, dass wir hier ein bisschen Geld damit reinholen. Wir hatten nämlich vorhin kurz, beziehungsweise ich muss ja sagen, der Chat hat ja Schuld, ne? Und wir haben immer alle anderen Schuld. Aber die haben mich schon wieder getriggert mit einer kleinen, süßen, schnuckligen BGA. Die kennt ihr ja noch von der Adelshofen, glaube ich, hatten wir die. Bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, aber auf jeden Fall auf dem Aussteigerhof.
auf der Arlengrad im LS19. Gucken wir mal. Ich hoffe, dass wir da ein bisschen aus den Schulden rauskommen. Oder zumindest mal uns wieder ein bisschen Luft verschaffen für Investitionen. Die Ernte steht an. Wir brauchen halt wieder Saatgut und was weiß ich was. Ja, das Übliche. Wo bekomme ich den Weidemann? Schaut gerne mal auf Moddingwelt. Ich meine, da gibt es den einen oder anderen. Ich weiß nur nicht genau, ob das genau der ist. Kann ich euch nicht versprechen. Also wie immer gilt, wenn ich irgendwo was runterlade, entweder Mod Hub, Moddingwelt, Forbidden Mods, oder er ist dann privat, wenn er den nicht findet. Eine ganz normale Folge, ne? Ihr seht's. Also hier ist nichts geskriptet. Der Twitch-Stream sieht es natürlich wieder, was ich hier abliefere. Es ist einfach... ist unfassbar. So. Aber ich lasse mir den Spaß nicht nehmen. So, einmal umschalten, ne? Dann können wir einmal den hier abtanken. Jawohl. Ordnungshalber machen wir das richtig. Auf die Seite kippen. Lass dir Zeit. Hauptsache die Kohle fließt. Leider ist für mich heute Schluss. Vielen Dank fürs interessante, entspannte, schöne Stream. Junior, das wünsche ich dir auch. Und eine wunderschöne Woche. So, können wir mal den nächsten abladen. Knapp 5000. Ist ja nicht verkehrt. Ist na klar kritisch, wenn man knapp 200.000 Euro noch Schulden hat. Da kommt na klar nicht viel rum. Aber, oh ja, Gläufi macht halt auch bekanntlich Mist. Wie stark verhält sich denn das jetzt mit dem Preis? Wie stark fällt er? Wenn ich jetzt hier regelmäßig reinbulver, müsste ja Angebot und Nachfrage, müsste ja hier wahrscheinlich der Preis sinken, ne? Hey Eicher, grüß dich! Der Mann mit den geilen Gebäuden. Wunderschön. Carlos, wunderschönen guten Abend auch an dich. Ja, wir sind wie immer im Stream noch ein bisschen unterwegs, ne? Wenn ihr da mal was nicht verpassen wollt, dann kommt gerne vorbei. Unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link dazu. Ich hätte ja den Eindruck, einen dritten Anhänger würde nicht schaden, oder? Sollen wir da den vom Klumpi noch hinhängen? Ab, Kolonne, let's go. Stimmt, da gibt es ein neues Kreditsystem, Mod. Das habe ich auch gelesen. Das klang eigentlich auch ganz interessant. So, wir fahren gleich wieder hier rein. Ich glaube, das hat ganz gut gepasst soweit. Von der Seite sind wir ganz gut hingekommen. So. Das Lacherfass, das hätte auch noch vielleicht einen Meter weiter. Nein, das hätte es auch da, ne? Aber ich glaube, es reicht. So, dann fahren wir nochmal und dann ziehen wir mal ein kleines Resümee. Dann gucken wir nochmal auf den Preis, ob das Sinn macht, da weiter an die Station hinzubringen. Aktuell ist der Preis stabil. Finn, das wünsche ich dir auch und eine schöne Woche noch. Ne? So, von den knapp 10.000 Euro verdienten Euronen müssen wir natürlich noch die zwei Schilder abziehen, ne, wo wir der Gemeinde noch bezahlen müssen. Es ist schrecklich. Irgendwie passiert halt immer was, ne? Ja, wir nutzen heute einfach die Folge, um ein bisschen Geld zu machen. Uns besser aufstellen fürs neue Jahr. Wir haben ein bisschen vorgespult. Ich wollte jetzt allerdings nicht noch weiter in den Frühling rein, weil uns sonst der Preis für die Silage flöten gegangen wäre. Deswegen so eine kleine Winterfolge noch. Auch habe ich mir nochmal ein Feedback von euch eingeholt bezüglich der Nachtfolgen, wo ihr sagt, ja, eine ist mal okay, aber es ist für den Zuschauer auf YouTube tatsächlich nicht ganz so angenehm, etwas schwierig. Ja, hey, und deswegen
brauche ich ja sonst nicht nachfragen, wenn ich da nichts dran ändern wollen würde, ne? Deswegen gucken wir mal, dass wir da zukünftig wieder mehr die Tagfolge machen. Aha. Paddy macht wohl Collie-Check auf den Schildern auf der Galgenburg. Ist auch wichtig. Absolut wichtig. So. Fangen wir mit dem wieder hier an. Tja, ansonsten habe ich echt keine Idee, wie wir hier von den Schulden runterkommen. Das wird sich wohl noch ein Weilchen mitziehen, das Drama. Wenn ich denke, ich müsste ja jetzt dieses Geld nochmal reinnehmen für eine BGA. Ich zeige euch mal ganz kurz, welche da in Frage käme. Einmal die kleine hier fand ich eigentlich auch ganz schön nett. Ich glaube, die ist von Castro, ne? Und die hier ist die von der Modding-Welt, nur ein bisschen umgeskinnt. Die kostet halt auch 124.000 Euronen. Ja. Legt den weiter vorne, würde ich sagen. Um da großartig noch Geld zu scheffeln. Ja, Freunde, ich würde sagen, ihr seht, wo wir gerade zu kämpfen haben, zu nagen. Da müssen wir noch ein bisschen ranklotzen an der Thematik, damit wir raus aus der Schuldenfalle kommen. In dem Sinn wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Lasst euch nicht zu sehr ärgern. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Bis dann. Euer Yogi. Ciao.